Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, das wird jetzt Unboxing, Hardware, Vorstellung, alles in einem, weil es nur ein kleines, schnuckliges Gerätchen ist. Und da wurde ich angefragt von Lemorel oder so heißen die, ob ich das mal in einem Video vorstellen würde, weil die haben eine neue Serie rausgebracht. Und da habe ich gesagt, na klar, kann ich immer gut gebrauchen. Und wenn dabei ein Video rausspringt, ist natürlich noch geiler. Wir haben hier 5 in 1 USB-C Hub. Also ist ein USB-C Hub, aber halt nicht nur 5 USB-C, also normale USB. Und hier ist es, da steht der Name Limurele. Ganz kurz, knapp. Oh, Metallgehäuse. Ui. Ein geslieveter Kabel. Zeige ich euch gleich mal. Der ist gesleeved. So, und da. Zoom mal da. Müssen wir weiter. Müssen wir ranzoomen. Da klappt es dann besser. Na, die Fernbedienung will gerade nicht. Jetzt. So. Hier ist ein wirklich schöner Übergang vom Gehäuse in den Kabel. Das ist Gummi. Der Kabel ist gesleeved. Auch hier oben haben wir einen schönen Übergang. Auch Gummi. Bevor es hier riniert, weil bei manchen ist es ja, geht einfach rein und dann, dann kannst du ruckzuck, kannst du das kaputt machen. Hier ist schön. Auch hier. Ah, hört er nicht? Das ist Metall, oder? Solltet da ein bisschen hören? Das ist Metall. Und hier unten? Oh, selbst der USB-C ist aus Metall. Schön verarbeitet. Keine scharfen Ecken, Kanten oder auch nicht bei dem USB hier beim Übergang oder so. Auch hinten nicht. Alles wirklich verletzungsfrei. Und dann haben wir praktisch den schließen wir mit USB-C. Sieht man den? Ja, da an PC an. Und USB-C hat ja eine gute Datenübertragung. Und dadurch haben wir dann einen weiteren USB-C. Also der geht uns nicht verloren, der USB-C. Wir haben hier einen dran. Und 1, 2, USB 3.0 oder was war das? Hier ist ja auch keine Anleitung leider mit bei. Müsste 3.0 oder 3.1 so ja sein. Hier hinten haben wir so ja ein HDMI. Also für Laptops könnte man dann halt auch ein HDMI dran machen. Und hier hinten ist nochmal ein, kann man nicht erkennen, ein USB-C. Aber 1, 2, 3, 4, 5 USB, also zweimal USB-C, zweimal USB und einmal HDMI. Ist halt für MacBooks oder so. Die haben auch noch einen, da hab ich, haben sie mir, also die haben mir drei Produkte gezeigt. Und die haben noch einen, der hat dann praktisch hier auf der Seite direkt die Anschlüsse für MacBook. Da kannst du den für USB-C und dann noch einen dritten Anschluss für den zweiten USB-C. Ich weiß es gar nicht. Ich habe da nicht so genau hingeguckt, weil MacBook kann ich sowieso nicht. Und das machst du einfach dann an der Seite ran. Das bündel ich dann mit dem MacBook und dann hast du halt hier noch extra USB und hier unten auch HDMI und so. Achso, das war USB-C und ich glaube diese Fire-Dings, was Apple hat, wo oben nur diese Goldpinnippel sind oder so. Ich weiß nicht. Ich werde euch mal alles unten in die Beschreibung verlinken. Na, seht ihr? Sieht doch ganz gut. Ach, hier hinten steht es drauf. Ha! Es ist USB 3.0. Also der USB-C ist USB 3.0. USB-C 3.0. Die sind USB-A 3.0.
Und der ist PD 3.0. Was ist PD? Das ist kein USB-C, oder? Nee, das sieht nicht aus wie USB-C. Oder? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was die mit PD meinen. Da müsste ich dann selber erstmal googeln. Und das ist dann ein. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. Ich zoome mal ran. Hier. HDMI 8K. Also da geht 8K HDMI raus. Und hier seht ihr dann nochmal dreimal USB 3.0. Also einmal als C-Variante und zweimal als A-Variante. Ne? Will er jetzt nicht. So, ich versuche mal mit Zoom. Mit Fokus. Und hier haben wir dann den RD 3.0. Ich versuche mal nochmal. Entschuldigung. Trockenen Hals. Ich glaube, man kann es erkennen, ja? Ja, würde ich sagen. Sieht ja schnucklig aus. Und kann dann halt meinen USB-C hinten benutzen und da zwei Geräte anschließen. Steam Deck und was weiß ich alles. Weil meiner hat ja bei meinem stoße ich nämlich langsam an die Grenzen vom USB. Und ich habe auch ab und zu die Pro ich habe auch ein Problem. Ich muss dann gucken, mir das alles mal aufschreiben, wie ich die angeklemmt habe, weil bei mir ist das Problem, nicht jeder USB kann ich in jeden USB machen. Wenn ich die Cam zum Beispiel von unten dran habe und dann, also die Brio Cam und den Cam Link unten dran habe, hier bringt das nichts. Ich muss das halt, eins von beiden muss ich eine Reihe höher machen. Weil sonst habe ich nur Probleme. Aussetzer und so. Aber Qualität sieht wirklich sehr gut aus. Ist gut verarbeitet. Ich habe auch schon mal was von Lemoore mir selber gekauft. Auch ein Kartenleser. Den hat meine Mutter aber gekriegt, weil sie unbedingt einen brauchte für ihren PC. Also auch so USB mit also so ein langes Ding, aber dann halt mit hier vorne Kartenlesergerät und so drin. Den brauchte Mama und naja, dann hat Mama gekriegt. Ja, das soll es soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Sobald ich halt demnächst meinen PC neu mache, ich will die Verkabelung auch neu machen, werde ich dem auch einen gebührenden Platz hinten am PC reservieren. Oh, und dann würde ich mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.